Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 Ultimate Team. Wir möchten den nächsten Sieg einfahren heute. Mit unserer Mannschaft. Unsere neuen Spieler durften noch gar nicht ran. Das ist sehr schade. Aber der Gegner hat es jetzt auch nicht wirklich, wie soll ich sagen, zugelassen, dass wir da wechseln, weil wir sind über die erste Hälfte gar nicht hinausgekommen am Montag. Schauen wir mal, dass wir es diesmal hinkriegen. Vollbieter 0, wenn man sieht, dass man solche Mannschaften schlagen kann. Ist immer schön. BVB 09 gegen Hollywood. Interessant. Das sind so zwei richtig ausgeglichene Mannschaften. Man darf nur nicht unsere Bank anschauen. Vor allem, was selten ist, wir spielen selten gegen jemanden, der auch 4-4-2 spielt. Das heißt, wir sind es nicht unbedingt gewöhnt, mit derselben Taktik konfrontiert zu werden, die wir selber nutzen. Was Dinge immer bekanntlich bei uns immer ein bisschen schwierig macht. Glück, dass Herr Mose da überhaupt nicht hingeht. Schlechter Ball, Ballack. Verbessert den Ball, das ist abseits von Klose, ansonsten wäre das ein richtig schönes Ding gewesen. Schade. Schön spielen gegen uns kostet meistens. Oh. Kommt ein bisschen ins Stolpern. Kassias ist da. War auch gestern wieder da. Extrem, was Kassias gestern wieder gehalten hat alleine. Nein, Morientes. Mann, so ein schöner Doppelpass. Gegner setzt sich ab vor Lahn und Lahn. Da ist komischerweise kein Freistoß. Ähnliche Situation wie gestern, als wir den Gegner auf den Rücken geschwungen sind. Morientes, wir holen Torhüter schon raus, Alter. Was ist denn das? Ball, Klose kommt nicht hin. Torhüter, ja, sehr schön. Ja, da werfe ich freiwillig hin. Aber gut. Shit happens. Danke. Wie kann, das ist doch ein Witz. Gibt da abseits, ach komm. Aber das war doch, das, wie kann denn das abseits sein? Das war doch sein eigener Pass, Alter. Das war doch sein eigener Pass. Würde mir jetzt sagen, dass Morientes sich da so reingeschummelt hat, dass das so bösartig war. Also das kann er mir echt nicht erzählen. Reus, gibt's auch wieder nichts da hinten. Und das sind die Sachen, wo ich sage, hey, das ist ungleiches, da schon wieder, gleich das Tackling von hinten. Er kann den Ball nicht festhalten. Foul. Das ist ein Witz. Tut mir leid. Das ist einfach ein Witz. Abseits. Jawohl. Fahne war schon oben. Alles gut. Aber das ist ein Witz. Also solche kleinen, leichten Tacklings bei uns sofort abzupfeifen und bei ihm... Oh, nee. Lass mal laufen. Ist gut so. Lass mal laufen. Das ist ein Witz. Sorry. Absolut nicht fair. Lahm. Der kann das. Lahm! Mein Gott. Wie unglücklich... Soll deine Chancenverwertung sein? Wir, ja, das gibt's ja gar nicht. Oh, Reus, kommt nicht mehr zum Passen, schade. Oh, Pfosten, Lahm da so schön durch gewesen.
Klose. Morientes startet ab minimal zu früh. Meunier, da kommt ein hoher Ball jetzt rein. Die nimmt Forlan schön mit. Und Forlan macht ihn. So, und das ist wirklich hochgradig unverdient. Hochgradig unverdient. Hier wieder. Das sind lauter so kleine Tacklings. Und unser Gegner kriegt nichts dafür. Nichts. Nicht mal eine gelbe Karte oder so. Ich glaube, dass über diese Seite, über die Hofmann-Seite, schwächer ist. Dort holt ein Torhüter raus. Ganz ruhig, der macht seinen Fehler schon noch. Klose, mein Gott, Klose, das gibt's ja gar nicht. Wie oft will er denn jetzt noch einen Pfosten und so treffen? Mit der letzten Folge zusammen, das ist ja schlimm. Mario Hermoso, Arbeitstier. Wahnsinn. Ja, und ist wieder so ein Einsteigen. Digga, da ist nicht mal der Ball, wo er hingrätscht. Er kriegt einen Ball, weil er ihm zufällig vor die Füße fällt. Aber richtig zufällig. Nicht irgendwie geplant oder gekonnt oder so. Nein, purer Zufall. Ansonsten ist es einfach nur eine Grätsche in leeren Raum, die eigentlich nur meinen Spieler trifft. Muss man jetzt einfach mal so straight sagen. Hofmann, wo ballert er den wieder? Was ist denn mit unserer Zielgenauigkeit jetzt los? Hey, letztes Spiel, 4 Torschüsse, 4 Tore und heute. Wo ist eine Lücke? Da kann ich ihn übers Tor ballern, so ungefähr. Schade, richtig, richtig schade. Na, Alarm kommt nicht hin. Ich würde in die Mitte ziehen, wollte ich gerade sagen. Genauso wie es die letzten Male auch gemacht hat. Kein Abseits, kein Abseits, kein Abseits. Klose, da ist der Fehler. Das Torhüter rausholen ist es. 1-1. Jawohl, sehr schön. Sehr, sehr schön. Absolut verdient. Also bei 2 Torschüssen beim Gegner muss ich einfach sagen, es ist mehr als verdient. So. Mal schauen, was wir in die Offensive machen können. Die Defensive steht eigentlich ganz gut. Bisschen durchwechseln hier. Gerade wenn man Leute hat, die 99 passen oder mehr haben. Oh, da war keine Lücke da, dass er da einen Fehlpass spielt. Geht weg vom Ball. Das ist nicht die richtige Art und Weise. Das war kein Abseits. Ich wollte es gerade sagen. Oh, Lewandowski, Alter. Also das sind Schüsse, die muss man machen, Lewandowski. Vor allem mit dem Rating, was du da oben zu Gange hast, da gibt's kein hätte, wäre, wenn mehr. Benzebaini, oh, kommt nicht mehr hin, schade.
Weltklasse. Weltklasse gemacht für ihn. Nichts. Ich betone nochmal. Nichts. Das kann nicht sein. Ich hatte keinen Vorteil. Ich hatte keinen Vorteil. Und das ist hochgradig frech, was FIFA hier macht. Muss ich einfach straight so sagen. Das ist hochgradig frech, was FIFA hier macht. Weil das hat nichts mit Fairplay oder sonst was zu tun. Der senzt mich jetzt das 4., 5. Mal um und es passiert einfach nichts. Und wieder. Elfmeter. Jetzt muss er gehen. Jawohl. Jetzt muss er gehen. Ich wollte gerade sagen, Lewandowski legt den Ball vorbei und er rennt mich um. Da gibt's keine zwei Dinger. Lewandowski mit seinem ersten Tor für uns. Ich persönlich mag ihn nicht. Wie gesagt, diese Bettlerei bei Bayern, das hat mich zusehends genervt. Und dieses Ganze, jetzt wechsle ich doch nicht. Jetzt passt das Geld wieder. Jetzt haben sie meinen Vertrag um ein Jahr verlängert und ich kriege 1 Million mehr. Ich bin hier zufrieden. Gar nicht mehr den. Wenn man einen Vertrag unterschreibt, gilt dieser Vertrag bei so und so vielen Jahren. Dann kann ich mir nachsagen, so, nee, jetzt will ich nicht mehr. Nee. Sicher, in der Arbeitswelt will man auch mehr Geld. Das kann ich verstehen. Völlig normal. Schau dir das an. Und das ist nichts. Er haut meinen Spieler um. Es passiert nichts. Es wäre tatsächlich noch gefehlt, das ist hier. Das ist ein Witz. Es ist ein Witz, dass er dieses Tor schießen darf. Es ist ein Witz. Der hat nicht eine gelbe Karte bisher bekommen, glaube ich. Da muss ich einfach sagen, es geht nicht. Allein hier wieder, er hackt mir nur hinten. Es gibt nichts, es ist so eine Frechheit, es ist so eine Frechheit, Alter. Hast du nicht verdient, sorry, hast du nicht verdient. In keinem der 7 Universen, gefühlt 7 Weltmeeren, egal von wo, hast du hier einen Sieg verdient, Junge. Aber wirklich nicht. Oh, schade, das wäre es gewesen. Das ist Lahm. Oh, wollte gerade sagen, der Schuss von Lahm war nicht schlecht. Na, Modric und Raul werden sich da nicht ganz einig. Hinten droht uns jetzt der Konter. Ja. Dann machen wir es mal genauso wie er. Late Tackling. Ach, Gnabry, du hast ihn doch schon. Mann. Persönlich auch was ich persönlich unfassbar bescheuert finde, dass wenn du eine Defensivaktion ausführst, die gespeichert bleibt für deinen Offensivspieler. Komplett. Und das ist wieder so ein. Das ist einfach pure Hochnäsigkeit jetzt. Das ist pure Hochnäsigkeit von unserem Gegner. Absolut uncool sowas. Also. Man muss dazu sagen, er kriegt sowieso schon so viel geschenkt von EA gerade. Und dann jetzt noch so respektlos eigentlich zu spielen. Mit diesem Lüpfer da in dieser Szene, muss ich schon sagen, das ist ein anderes Level.
Benze Baini kommt nicht hin. Uff. Haben wir zu früh gewechselt? Kann das sein? Nein, haben wir nicht. Das ist ein Witz. Das ist kein Witz. Das ist das Tor! Raul, 90. Minute. Und das ist so verdient, Junge. Es gibt nur 2 Minuten. Schafft er das noch? Nö. Ja! Hochverdient! Hochverdient! Und dass er in der 90. noch reingeht, das ist das i-Tüpfelchen daran. Das ist der i-Tüpfelchen. Oh, Genugtuung pur. Der ist das ganze Spiel nicht einmal nur hauchzart bestraft worden. Weil die Fouls, die der da hinten rausgezogen hat, das sind klare rote Karten gewesen. Und nicht nur ein bisschen gelb oder mal, oh, weiterspielen, Vorteil, das sind klare rote Karten gewesen. 2, 3 Fouls da drin. Und da muss ich echt sagen, nichts dafür zu bekommen. Und dann 2-2 hier so, ich spiele voll gut. Nein, tut mir leid. Er mag ein klasse Spieler sein mit dieser Mannschaft, definitiv. Wir haben schon andere Mannschaften mit stärkeren Spielern geschlagen. Aber verdient mit der Spielweise nicht im geringsten bisschen was. Sorry. Der hat einfach nur Glück gehabt, dass er wirklich, dass bei uns, dass wir alles Mögliche verballert haben, was wir hätten verballern können. Und wie gesagt, auch dass Lewandowski den liegen lässt eigentlich. Dass ihm da die Energie ausgeht. Weiß gar nicht, wer da das Laufduell vorhin war. War, glaube ich, Carvalho. Ging gar nicht. Also ein 97er, der da so ein Laufduell verliert, das ist ja eine Frechheit eigentlich. Aber ja, Raul. Schön ins Herzen, der passt so schön. Ah. Oh. Sehr schön. Zweiter Sieg diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüssikowski.